Hallo und herzlich willkommen hier auf dem neuen Projekt auf der Untergriesbach, Projekt Landwirtschaft wie vor 40 Jahren. Heute die erste Folge nach dem Trailer und genau, heute wollen wir starten mit Mähen, mit dem ersten Schnitt, kompletten ersten Schnitt heute in der Folge, dass wir auch mal einige schaffen und ja, nicht wie man sonst immer anfängt mit Grubbern oder mit Säen, sondern in dem Projekt geht es sofort richtig an der Arbeit, sofort im ersten Schnitt geht's los und ja, dazu nutzen wir diese beiden Gerätschaften hier, einmal den Deutz und den Fendt. Und das wird dann natürlich auch noch abgepresst nachher, einmal in HD-Ballen und zum anderen noch in Rundballen. Dazu leihe ich mir dann noch einen Schlepper und ja, auch einen Oldtimer werdet ihr dann aber auch noch im Laufe der Folge sehen. Und ja, genau, zum Hof ist zu sagen, den habt ihr ja schon im Trailer gesehen. Falls ihr den noch nicht geschaut habt, könnt ihr euch den gerne nochmal angucken. Und da wird noch weiteres vom Hof gezeigt. Ja, Maschinen sind alle soweit ziemlich in die Jahre gekommen, soweit es natürlich möglich ist. Und ja, Hof ist auch nicht mehr der neueste, aber ein schöner kleiner Hof. Und genau, ich würde sagen, wir starten aber sofort mal den Deutz hier. So, läuft doch sehr gut. Ja, RMT ist auch mit am Start. Also, bisschen realistisch soll es ja auch zugehen. Schön mit Gangschaltung. Und genau, klappen wir das Mähwerk mal eben ein. Und dann fahren wir mal eben hier rum und starten hier sofort an den Hofwiesen. Ja, so viel Wiese ist es hier auch nicht. Also, das sind, glaube ich, nur so 2 Hektar oder sowas. 2-3 Hektar. Und ja, hier stehen die Kühe. Alles schon eingewachsen hier. Ist ja auch schon später Frühling. Ja, die haben noch einen Strohballen bekommen heute Morgen. Und ja, ich werde jetzt hier auch nicht so auf Story spielen. Das wird hier einfach schön ein bisschen ganz ruhig schön mit Oldtimern sein und jetzt keine große Story dahinter oder sowas. Genau, schalten wir das Mähwerk mal an. Läuft gut, runterlassen, passt. Genau, ja, schön hier mit dem Deutz, macht auch Spaß, frische Luft. So, genau, allzu nah will ich hier nicht herfahren am Hang. So, aber das läuft doch schon mal gut. Hier schön am Wohnhaus her. Ja genau, wie gesagt, falls ihr das Safe Game auch nutzen möchtet, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Genau. Wenn man das einfügt und so weiter. Ja, hier steht der Hofladen. Der ist natürlich auch hier mal in Benutzung. Und ja, da verkaufe ich dann so ein paar Produkte, wie zum Beispiel Milch, Frischmilch, Butter, Käse, sowas alles wird da dann verkauft. Auch noch Kartoffeln, die kaufe ich natürlich zu. Ja, genau. So schaut's aus. Ja, wie gesagt, ist hier keine große Wiese, sind keine großen Flächen. Sind ja auch nur 8 Kühe, da braucht man ja auch nicht die Welt an Heu und an Futter. Aber, ja, genau. Alles ein bisschen aus Spaß. Und darum soll es ja auch im Projekt gehen. Einfach so ein bisschen Spaß mit alten Maschinen haben. Und ja, genau. Die verrichten auch noch alle schön ihren Dienst. Lassen sich super warten. Und ja. So. Genau. Ja, dann werden wir gleich noch mit dem Fendt wenden. Also, in dieser Folge werde ich jetzt alles reinpacken vom ersten Schnitt. Also mähen, wenden und schwaden und natürlich dann das Abpressen und Einsammeln der Ballen. Und ja, muss ich mal schauen, wie weit ich dann komme mit den HD-Ballen. Das wird noch ein bisschen spaßig, die alle einzusammeln, weil dafür habe ich keine Ballenrutsche. Ich habe nämlich nur eine ganz normale Ablage an der Presse dran. Das bedeutet, dass ich die Ballen dann aufsammeln muss per Hand, aber ist auch weiter ein Problem.
Also HD-Bahn werde ich, denke ich mal, auch nur hier die kleinen Flächen machen. Sonst arbeite ich mich danach tot. Das will ich auch nicht. Und genau, für den Rest kommt dann halt die Presse, Rundbahnpresse. Und die Ballen werde ich dann mit dem Farmer holen. Ist zwar auch nicht ideal, der hat einen Klinklader, aber gut. Was will er machen? So, ja, fängt auch schon alles an zu blühen, also wunderschön hier. Schön mit den alten Maschinen, der Werk läuft auch sauber hinterher. Schneidet gut ab. So wünscht man sich das. So, genau. Ich würde sagen, die kleine Wiese hier machen wir nochmal fertig. Und dann starten wir erstmal eine Zeitraffer-Vergleich. So. Genau, ich werde das Projekt auch mal ein bisschen anders gestalten. Habt ihr ja wahrscheinlich schon am Intro gesehen, dass das nicht so ist wie sonst. Und ja, genau. Dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Auch noch ein paar andere Aufnahmen mal reinmachen, dass das einfach alles ein bisschen spannender wird. Klar, der LS19 ist natürlich jetzt langsam, neigt es sich dem Ende zu. Man merkt das natürlich auch schon, der LS21 wurde angekündigt. Und ja, aber trotzdem hat man hier noch, finde ich zumindest, schon ein bisschen Spaß, ein bisschen gemütlich hier zu spielen. Und ja, das macht dann die Wartezeit auf dem 22er natürlich auch kürzer. Aber ist natürlich klar, dass langsam die Luft raus ist, aber das ist natürlich auch normal. Von daher, ja. So, genau. Nehmen wir das kleine Stückchen hier noch mit. Ja, perfekt. Und da vorne auch noch das kleine Stückchen. Und dann ist das erste Stück hier schon fertig. Also das ist ja auch nur das kleine Stück. Früher war es mal hier eine komplette Wiese, dann wurde der Hof natürlich gebaut. Und ja, ein Stückchen Wald gehört auch noch zum Hof. So, genau. Das haben wir jetzt schon mal gutes Gehen fertig. Und dann geht's hier auf der nächsten Wiese weiter. Die ist etwas größer. Aber schafft man auch gut mit dem Mähwerk. Man muss natürlich immer ein bisschen Zeit mitbringen mit den alten Maschinen. Aber das ist nun mal so. Ich würde aber sagen, wir starten einen Zeitraffer. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar andere Aufnahmen machen kann, dass es nicht allzu langweilig wird. Und genau, dann sehen wir uns gleich nach der Zeitraffer wieder. Also, bis gleich. So, auch das letzte Feld ist jetzt abgeerntet. Ja, genau. Mähwerk erstmal in meinen Klappen. Perfekt. Und dann geht es jetzt erstmal zurück zum Hof. Und dann geht es jetzt gleich auch erstmal schon ans Wenden. Denn das Gras soll ja schön abtrocknen. Deswegen heute einmal wenden. Und dann denke ich mal, morgen nochmal. Und dann geht es auch ans Abpressen, wenn es gutes Wetter bleibt. Weht auch ein schönes Windchen. Also passt soweit alles gut. Ja. So, klappen wir das Mähwerk mal eben ein. Ja, hier sieht man noch den Drescher und den Wagen, den Farmtech. Damit werden wir dann wahrscheinlich die Ballen laden, zusammen mit dem Dreiseitenkipper. Und ja, genau. Dann fahren wir hier mal eben ganz genüsslich den Feldweg runter und fahren dann wieder schön langsam zum Hof mit dem Deutz hier. Hat auch alles sehr, sehr gut geklappt. Und ja, dann geht's, wie gesagt, jetzt gleich ans Wenden mit dem Fendt. Und ja, genau. So. Ja, den Wender habe ich nochmal ausgetauscht, nicht wundern. Da war einfach der Pöttinger Wender zu groß. Da habe ich jetzt den kleineren aus dem Alpine DLC genommen. Und ja,
Genau, das sollte dann auch so besser passen, passt dann auch besser zum Fan. Und ja, macht bestimmt dann auch deutlich mehr Spaß. Ja, Mähwerk und Schlepper müssen wir dann nochmal nachher einmal ein bisschen abrausen. Mit Luftdruck auch nochmal durch vielleicht. Aber das passiert dann nachher noch. Und ja. So, jetzt bauen wir gleich schon wieder am Hof. Genau. Ja, zum Pressen wird dann auch noch ein Schlepper kommen, der ist auch ziemlich in die Jahre gekommen. Werdet ihr dann aber auch schon sehen, vielleicht auch schon im Thumbnail gesehen. Der wird dann auch zum Einsatz kommen mit der alten Presse. Und ja, das Feld hier vorne, das wäre NHD-Ballen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Und da hinten die kleine Ecke, vielleicht habt ihr die auch in der Zeitraffer gesehen, das wird dann auch zu HD-Ballen und der Rest, das werden dann Rundballen. So, die HD-Ballen muss ich nämlich auch per Hand aufsammeln. Da habe ich nämlich keine Ballenrutsche für. So, fahren wir eben langsam her, so die Hühner nicht umfahren. Und stellen den dann mal hier eben hin. So, genau. Ausmachen, passt. Gut, würde ich sagen, schwingen wir uns auf den Fendt. Ja, genau. Hier den Wender hatte ich gerade nochmal ausgetauscht. Der passt dann auch schöner zum Fendt. Und ja, die Presse kommt dann daher zum Einsatz und der Spaten natürlich auch noch. Genau. Ja, hier ist noch der Klinkler da dran. Da kommt dann hier nachher, wo haben wir so denn hier die kleine Ballenforke dran. Und ja. Dann können wir die Ballen schön laden damit. Ich glaube, 1,40er Ballen werde ich, denke ich, mal pressen. Ja, genau, so schaut's aus. Fendt läuft auch gut an. Passt soweit. Auch ein schönes Ding. So, dann müssen wir gleich mal eben den Wender ausklappen. Den Alpinhead. So, ausklappt ist er. Perfekt. Und dann geht's ans Wenden. Genau, manche machen hier auch mal eine Bahn außenrum, erst mit dem Schwader. Aber bei diesem Wender, da brauche ich das eigentlich nicht. Der wirft gar nicht so weit. Von daher lohnt es sich hier eigentlich gar nicht, eine Bahn außenrum mit dem Spaler zu machen. Also sieht man ja schon, dass er nicht so weit wirft. Das kann man ja erkennen. Und genau. Hier schön mit 8 bis 10 km/h kann man hier schön drüber fahren mit dem. Ja, der Fendt kann auch mal wieder sauber gemacht werden. Letztens, als er im Feldeinsatz war, danach wurde er noch nicht sauber gemacht. Deswegen, ja, kann das auch nochmal passieren. Aber genau. Hoffe ich, dass das Heu schön trocken wird natürlich. Ist ja immer wichtig. Regen soll nicht kommen. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Und ja, ich denke mal ein, zweimal wenden. Beziehungsweise zweimal auf jeden Fall. Einmal wäre ein bisschen wenig. Und dann Schwaden. Und dann müssten wir es eigentlich abpressen können. So, hier mal schauen. Hier ist es ja schon etwas hügeliger. Muss mal gucken, dass wir hier alles mitbekommen. So, genau. Aber das schaut schon mal wirklich gut aus. Ja, Klinklader ist natürlich fürs Beinladen auch nicht die ideale Lösung, natürlich. Aber ich habe nur mal keinen Schlepper mit einer hydraulischen Gerätebetätigung. Kann man hier natürlich auch nachrüsten, natürlich. Aber dann brauche ich hier noch ein Steuergerät. Und dann ist das Ding ja auch lange nicht mehr original. Und ja, mit dem Klinklader geht es auch. Von daher, ja. So. Genau, haben wir das kleine Stückchen hier auch gleich schon fertig. Und dann widmen wir uns da hinten dem großen Feld, beziehungsweise der großen Wiese. Und genau. Ja, Felder sind auch soweit alle bestellt. Auf dem einen haben wir Gerste, auf dem anderen haben wir Raps und auf dem dritten haben wir Roggen. Genau. Ja, Gerste natürlich dann das Stroh für die Viecher und Raps natürlich wenig Ertrag, dafür aber gute Entlohnung. Und Roggen habe ich hier für einen Pferdewirt angebaut. Der hat selber keine Flächen und der nimmt mir das dann ab. Von daher bin ich da ganz froh drüber. Und ja, genau. So. Sind wir hier jetzt auch schon fast fertig. Da vorne ist noch ein kleines Stückchen. Das machen wir noch gleich. Ja, hier habe ich auch nicht die Ränder so nah gemacht. Das lohnt sich einfach nicht, bevor ich da mit Mähwerk irgendwo an der Straße hängen bleibe. Bevor ich da irgendeinen Pfosten wegmähe. Bei dem bisschen Hobby hier. Da sind ein
bis zwei Ballen dann auch egal, ob ich da einen Ball mehr habe oder nicht. So, genau. Dann geht es hier mit dem zweiten Feld weiter. Aber ich würde sagen, wir machen da mal eben kleine Zeitrafferaufnahme raus. Will auch nicht zu lang machen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder zum Schwaden. Also, bis gleich. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. But I am in the jungle of love. Nach ungewohnt langer Zeit bin ich jetzt wieder zurück. Ihr seht da oben rechts im Fenster leider schon Mitte Sommer. Ist jetzt einiges vergangen an Zeit. Es hat einmal, laut Wetterbericht sollte es eigentlich nicht regnen die Zeit. Auf einmal ist es angefangen zu regnen, was wir machen. Ja, dann ging das mit der Heutrocken natürlich nicht ganz so schnell. Deswegen sieht man hier auch schon, hier ist wieder ein ganz bisschen Gras nachgewachsen. Aber gut, was soll's. Das Heu ist jetzt gut trocken. Und ja, hier, ich weiß nicht, woran es lag. Ob es ein Problem mit Seasons war, ich weiß es nicht. Hier wollte das Heu einfach nicht trocken gehen. Deswegen wird hier dann höchstwahrscheinlich ein Siloballen gepresst. Aber gut, das ist jetzt nun mal so. Ich würde sagen, wir schwingen uns erstmal auf den Fendt und kehren das hier ein bisschen zusammen. Und das andere Feld natürlich auch. Ja, ich habe hier schon den Kompressor einmal rausgeholt, einmal beide Maschinen grob sauber gemacht. Aber dann, wenn die Heuernte natürlich vorbei ist, werde ich alles nochmal ordentlich sauber machen. Dass da auch kein Staub mehr drauf ist. Genau, ja. So, fangen wir mal gleich an. Also zuerst einmal alles vom Rand weg. Dazu einmal den Schwader ausklappen natürlich. So. Schwader ist außen klappt, perfekt. Und dann machen wir mal an. Läuft. Und dann setzen wir nach vorne gleich runter. Und beginnen dann. So. Perfekt, gut, das läuft auch schon mal sehr gut. Ja, hier wird dann auch einiges runterkommen, denke ich mal. So wie das hier aussieht. Muss mal schauen, nicht zu große Schwaden machen, weil das ist wirklich keine neue moderne Presse. Also, der möchte ich nicht so viel zumuten, der Presse. Vor allem, weil die auch nicht so ein breites Pickup ab hat. Und ja, genau, denk mal so, so die Schwaden... Größe passt schon ungefähr. Noch Schwattung wieder runter machen. Und ja, dann müsste es eigentlich erstmal laufen, soweit. Genau. Ja, der Fendt. Boah, staubt schon ganz schön, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, der Fendt hier schön vom Schwader, das ist wirklich ein schöner Schlepper dafür. Natürlich könnte man auch den Deutz nehmen, aber der soll nachher HD-Wallen pressen. Deswegen, ich muss nochmal schauen, ob ich die HD-Wallen... ob ich das HD-Ballenpressen noch mit ins Video reinnehme, weil die Rundballen sind erstmal wichtiger, dass die erstmal trocken reinkommen, muss ich auch noch ein bisschen da den kleinen Schuppen aufräumen, dass ich da ein paar Ballen reinsetzen kann. Und ja, müssen wir mal schauen, wie viele ich dann noch in diesem Video verlade. Soll ja auch nicht zu langweilig werden. Ballenladen ist jetzt nicht so spannend, wie ich finde. Kann natürlich auch mal einige Komplikationen dabei geben, aber gut. Ja. Hier stehen Zuckerrüben, sind anscheinend verdorrt. Aber gut. Jetzt der letzte Regen hat dem Mais auch nochmal ordentlich was gebracht. Also das war doch eigentlich ganz gut. Natürlich schade ums Heu, aber ich bin froh, dass es jetzt noch einigermaßen trocken geworden ist. Und ja, gut. Besser so, als wenn das ganze Heu irgendwie komplett feucht und verschimmelt wäre. Verdorrt wäre, das wäre natürlich viel schlimmer.
Da habe ich dann doch lieber eine etwas höhere Wiese, aber schön qualitativ hochwertiges Heu, was auch wirklich gut trocken ist. Spatte wieder runter machen. Manchmal schiebt sich das hier etwas durch die Hügel hoch, aber gut. So. Ja, sind wir gleich das erste Mal außen rum. Ich denke mal, kann ich vielleicht noch einmal außen rum fahren und dann eine Gegenschwade machen. Das müsste dann eigentlich passen von der Breite. Ja. Ist auch keine Presse, die man oft sieht, also ist auch ziemlich in die Jahre gekommen. Also, das ist wirklich noch ganz alte Technik. Ich glaube, sogar eine der ersten Rundbeinpressen müsste das sein. Genau. Ja, den Schlepper dann natürlich auch passend dazu. Das werdet ihr dann, wie gesagt, noch sehen. Und ja, das ist erstmal wichtig, dass die Rundballen reinkommen. Und ja, HD-Ballen ist natürlich noch so eine kleine Spielerei. Sind natürlich wirklich ganz schön, muss man wirklich sagen. Handlich, das ist wirklich ideal. Aber wichtig sind erstmal die Rundballen. Und genau. So. Aber das schaut doch schon mal wirklich sehr schön hier aus. Auch wie das staubt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und genau. Passt soweit. So kann es weitergehen. So. Genau, dann müssen wir nachher auch noch den Farmtech holen. Zum Ballenfahren natürlich. Aber ja, ich denke mal, die Ballen, die hier zusammenkommen, werde ich sofort zum Hof fahren. Und von der Wiese da hinten, die werde ich dann mit dem Farmtech hier rüber karren. So habe ich mir das überlegt. So habe ich es letztes Jahr auch mal gemacht. Naja, ja. Müsste so eigentlich klappen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Zeitrafferaufnahme hier vom Schwaden. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Ich denke mal, dass ich dann heute Nachmittag so um 14 Uhr in der Mittagssonne abpressen werde. Und genau, ich würde sagen, Zeitraffer ab. Viel Spaß dabei und los geht's. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So, mit dem Schwaden sind wir jetzt fertig. Alle Wiesen sind fertig. Ja, eben noch schnell das Schwadtuch einklappen. Und dann geht es jetzt auch wirklich ans Pressen. Geht jetzt auch langsam wirklich Zeit. Ihr seht da oben ja schon, ist gleich 13 Uhr. Also, ja, passt schon. Genau, da vorne steht gleich der Deutz. Den holen wir jetzt ab. Wir lassen den Fendt einfach eben stehen. Und, genau. Dann holen wir den Deutz ab, pressen damit.
machen den dann einmal kurz eben sauber, pusten einmal durch und dann bringen wir den wieder zurück, nehmen den Fan wieder hier vom Hof mit und dann wird Ballen fahren. Ja, so schaut es erstmal aus. Muss mal eben gucken, wo der steht. Ich glaube, hier vorne steht er irgendwo drin in der Halle hier, in den Rolltoren dahinter. Ja, genau. So schaut es erstmal aus. Ja, da vorne hat man, glaube ich, schon was gesehen. So, gut. Lass mal den Fan erstmal hier stehen. Machen wir mal im Schwader runter. Perfekt. Und aus. So, dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich glaube, hier steht er drin. Mal eben Tor aufmachen. Genau, da steht er. Deutz 8006. Alte Ausführung noch. Sieht man ja an dem dunkelgrün. Mit einer alten, ich glaube, der polnische Presse ist das. Sipma, meine ich, heißt die. Ja, Z230. Ganz normale Rundballen macht die. Ja, das ist das Gespann, womit wir jetzt die Rundballen pressen. Passt auch eigentlich ganz schön zusammen. Und ja, schmeißen wir die Kiste mal eben an. Ja, läuft schon mal gut an. Perfekt. Gut, fahren wir langsam raus und testen das Ganze dann gleich mal. So. Ja. Ja, ich glaube, die Presse läuft leicht versetzt. Also ähnlich wie so eine HD-Ballenpresse, nur groß. So. Genau. Dann fahren wir hier mal eben links. Da vorne gleich wieder rechts. Dann fangen wir da auch sofort schon an zu pressen. Geht hier zack, zack, dass das auch fertig wird, das Heu. So, genau, Frontscheibe schön auf. Das ist schön. So, genau. Dann Presse zuerst aufklappen. Ja, anschalten. Ja, geht da schon hoch mit der Drehzahl, hat man ja sofort gehört. Und dann Pickup runter machen. Jo, perfekt. Läuft. Dann geht's ordentlich jetzt hier erstmal ans Pressen. So. Ja, kommt auch einiges zusammen, sieht man ja schon. Ja, das passt schon wirklich gut zusammen, glaube ich, das Gespann. Leider ist Pickup nicht wirklich breit, sieht man ja. Vielleicht muss man dann einige Schwaden vielleicht zweimal fahren. Sieht man da hinten ja, da lässt da ein bisschen was stehen an den Seiten, aber gut, was wir machen. So, das ist der erste Ball. Perfekt. Wieder zu. Und weiter geht's. So. Ja. Stößt auch einiges aus. Wirklich ein Top-Gespann. Also so stelle ich mir das vor. Wäre natürlich auch für den Hof nochmal ein Traum, so ein Schlepper. Aber, ja. Was will er machen? So. Genau. Und gleich schon wieder der nächste Ballen. Ich habe ja schon gesagt, Ertrag, also ist einiges. Ist auch wirklich schön buschig gewachsen. Also das ist wirklich top. Ja, und auch in Real Life dieses Jahr, erster Schnitt zumindest bei uns in der Region, war wirklich ungewöhnlich gut für die letzten Jahre. Also das war schon wirklich heftig, was da runtergekommen ist teilweise. Ja, und hier jetzt natürlich das Gleiche, passt ja auch einigermaßen jetzt. Hier in-game wird Heu gepresst. Bei uns wird jetzt letztens auch erst der erste Schnitt gemacht, weil es wegen dem Wetter einfach nicht anders ging. War vorher sehr regnerisch und ja. War jetzt hier auch etwas ähnlich. Also ja, gut. Wünscht man sich natürlich manchmal ein bisschen anders, aber gut, in der Landwirtschaft ist man nun mal abhängig vom Wetter, das ist Fakt. So, nehmen wir das hier eben noch mit. Da haben wir die erste Bahn schon mal gut gezogen. Ja, läuft doch gar nicht so versetzt. Ich dachte eher, dass die versetzt läuft, aber da habe ich mich wohl vertan mit dem Modell. Ich glaube, das war so eine andere. Fahren wir hier mal eben drüber. So. Genau. Ja, von der Leistung her passt das auch top. Ich glaube, der Deutz hat ja so um die 75, 80 PS. Der kann die Presse damit schon wirklich ganz, ganz schön ziehen. Also damit hat er auch keine Probleme. So. Genau. Wirklich ein Traum, sowas. Schön mit Fronthydraulik. Top. Schnellkuppeldreieck braucht man jetzt zwar nicht, aber sieht einfach schön aus. Und wieso soll man es dann abmachen?
So, nächster Ball. Ja, sonst von der Geschwindigkeit geht das sogar, finde ich. Für diese alte Presse ist schon wirklich gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob da mal irgendwie was dran gemacht wurde oder sowas. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich ein Traum hier, wie die Bäume schön grün sind. Alles blüht. Schön am Heu pressen. Das ist wirklich traumhaft. Schön mit alten Maschinen. So stellt man sich's da vor. So. Ja, jetzt bleibt halt, wie gesagt, manchmal was liegen, aber gut, das ist jetzt mal so. Ja, ich denke mal, dass ich auch die ganzen Ballen nicht mehr in dieser Folge aufsammeln werde, weil das wird noch einiges an Zeit dauern hier. Man sieht ja schon allein von der kleinen Fläche, was hier schon runterkommt. Ist ja schon wirklich gewaltig. Also da werde ich auf jeden Fall meine Zeit brauchen. So, zumindest, dass wir schon mal ein paar Ballen runterholen. So, genau. Läuft. Machen wir die paar Schwaden gleich eben noch und dann können wir auch schon mal übersetzen zur nächsten Wiese. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man einigermaßen sauber schwadet, dass man dann natürlich beim Pressen einiges an Zeit spart. So, nächste Bahn. Ja. In Mühlauf wird es wahrscheinlich nicht ganz so gut laufen mit den Maschinen. Da wäre, denke ich, gäbe es, denke ich, öfters Probleme, aber im LS macht das doch schon wirklich richtig Bock. Auch in Relief natürlich. Das will ich gar nicht verneinen. So. Auch hier schön mit so einem Verdeck ist auch mal was anderes. Nicht immer so eine Vollkabine, sondern auch mal ein Verdeck. Natürlich, im Winter ist natürlich ein Verdeck, ja, nicht wirklich vorteilhaft. Da friert man da ziemlich drauf. Vor allem, wenn es regnet oder sowas, kommt da natürlich auch was durch, vor allem hinten oder so. Aber im Sommer ist das einfach ein Traum, sowas. So, genau. Es ist jetzt gleich schon noch 13 Uhr, also liegen doch eigentlich ganz gut in der Zeit. Klappt ja auch hier relativ schnell das Pressen, von daher. Ja. Genau. So, hier eben noch ein paar Reste aufsammeln und dann können wir hier auch gleich die Wiese abschließen. Wie viele Ballen hat es jetzt gegeben? 2, 4, 5. Ich denke mal, 6 Stück wird es geben. Das ist schon wirklich eine ganz gute Ausbeute hierfür. So, machen wir mal eben Klappe hoch. Perfekt. Klappe wieder runter. Und Pickup aus. Ab zur nächsten Wiese. Aber ich würde sagen, ich mache eine schöne Zeitraffer. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Ballenladen wieder. Wünsche euch viel Spaß dabei. Also bis gleich. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping, yeah. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest, you were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off. So, Beine sind jetzt alle gepresst. Ja,
Also was heißt alle? Die HD-Wahlen, die werden dann hier noch aus dem letzten Rest gepresst. Hier habe ich jetzt noch 4 Schwaden übrig gelassen und ja, hier sind jetzt die Heuballen. Sind auch einige geworden. Hier von dem Schlag davon liegt noch ein Grasballen. Und genau, die werden wir jetzt mit dem Farmer 2 aufsammeln. Nicht wundern, der Deutz, der kommt nachher noch zurück. Ich möchte jetzt erstmal die Ballen aufsammeln und dann möchte ich ihn nachher noch in Ruhe sauber machen. Nicht, dass das hier jetzt gleich nichts wird und dass die Ballen noch nass werden, weil es könnte sein, dass es heute Abend noch regnen soll, laut Wetterbericht. Aber den kann man ja auch nicht so wirklich trauen. Aber gut. Deswegen, der Landwirt, von dem ich mir den Deutz geliehen habe, der hat mir gesagt, dass ich den ruhig erst in 1-2 Tagen wiederbringen kann. Er hat sein Heu schon drin, von daher, ja, ist das top, dass ich mein Heu jetzt auch ordentlich schön reinbekomme. Ja, jetzt hier mit Klinkler laden ist natürlich jetzt nicht, wie gesagt, schon, ja, es ist nicht die Ideallösung, aber, ja, es geht. Und das ist ja das Wichtige. Also, immer schön so einen Ballen da vorne drauf, das ist schon gut, aber natürlich absetzen oder wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Reihen übereinander mache, das ist dann wirklich nicht ideal. Deswegen muss ich mal gucken, wie viele ich hier in den Unterstand bekomme und der Rest wird dann in der Miete draußen gelagert, da kommt dann schön Vlies drüber und ja, genau, so habe ich das geplant. So. Perfekt. Ja, das ist halt der Nachteil am Klinklader, dass man den Ballen halt immer ordentlich auf den Boden absetzen muss. Dann richtig schön den Frontlader runterdrücken muss und dann erst rausfahren kann. Und nicht einfach nur leicht anwinkeln kann und dann einfach eben schnell rausfahren. Aber gut. So. Er läuft ja schon mal ganz schnell hier. Ist ja auch, der Fendt läuft ja auch ungefähr 30. Also da kann ich hier schon schön mit übers Feld tuckern, dass es auch einigermaßen schnell vonstatten geht. Ich denke mal jetzt, dass ich nicht mehr das Ganze filmen werde hier, wie ich die Ballen auflade. Da könnte es nämlich auch einige Felds noch geben, von daher, ja. So. Aber an sich klappt das schon mal ganz gut. So. Ja, nächster Ballen da rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man da nebeneinander hinbekommt. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall kriegen wir noch eine Reihe drüber, das ist klar. Ja, gucken. Den Flug habe ich da auch rausgestellt, der steht jetzt hier drin. Muss ich auch mal gucken, wo ich den dann hinpacke. Ja, beim Winter hin stehen die ganzen Maschinen immer schön drin, aber jetzt zum Frühling, Sommer ist das leider nicht mehr möglich. Ist ja auch wirklich ja nur ein kleiner Hof mit wenig Unterstellmöglichkeiten. Also die Unterstellmöglichkeiten reichen gerade so für die Maschinen aus. Deswegen auch nur kleine Maschinen hier. So, hier schön runterdrücken. Ja, die sitzen doch schon mal schön hier im Trockenen. Jetzt noch hier langsam rausfahren. Also die Presse da ein bisschen im Weg, aber ist nur auf so einem engen Hof so. Ja, Hühner laufen ja auch die ganze Zeit her. Muss ich aufpassen, dass ich die nicht umfahre. Aber gut. So. Und da geht's auch weiter mit dem nächsten Ballen. Ist auf jeden Fall so deutlich einfacher, wie wenn ich jetzt hier mit dem Wagen irgendwie rumhantiere. Erst aufladen, dann wieder abladen. Da kann ich den Wagen dann nicht ordentlich abstellen, das ist dann auch nicht wirklich das Wahre. Von daher kann ich hier eben mal schnell mal eben so hin und her fahren. Nächster Ballen. So. Ja, genau. Ja, die ganz großen Ballen würde ich jetzt mich nicht unbedingt trauen, mit dem Fendt zu heben, aber diese hier, die 1,40er, das ist eigentlich schon so eine ideale Größe, meiner Meinung nach. So, dann versuchen wir den jetzt mal einigermaßen vernünftig da drauf zu setzen. Das wird jetzt natürlich schwierig. Möglichst weit hinten drauf, dass er sich dann irgendwie gleich setzt. Mal gucken. Ja, perfekt. Das schaut auch wirklich schon mal gut aus. Gleich vielleicht noch eine Reihe links daneben und dann ist das doch wirklich top. Also mehr passt in den kleinen Unterstand noch nicht rein und besser geht's auch nicht mit dem Klinkler. Da bin ich mit zufrieden. Perfekt. Gut.
So, dann holen wir gleich mal ein paar Ballen von da oben. Und dann würde ich sagen, ist gleich auch erstmal Schluss für diese Folge. Ich denke mal, die wurde jetzt auch etwas länger, weil wir haben ja auch einiges geschafft. Beziehungsweise wir haben ja den ganzen ersten Schritt fast gemacht. Das ist ja schon einiges. Und ja, genau. So schaut's aus. So, vielleicht mal eben richtig packen. Nicht so halb, das ist nicht schön. Soll ja ordentlich und gerade werden. Ja, die AD-Wahlen, davon werde ich dann auch einige verkaufen. Deswegen mache ich dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Weil die sind immer ganz beliebt bei so Hasenzüchtern und sowas. Da kommt das schon ganz gut an. Von daher, genau. Fangen wir hier mal eben rum. Aber ich würde sagen, das war's auch erstmal für die Folge. Ich stelle die Maschinen jetzt eben noch für den Thumbnail schön hin. Und ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist jetzt mal ein bisschen anderes Projekt. Nicht immer so auf Story. Bisschen Realismus. Bisschen mal so ein paar kleine Fails drin. Ist natürlich so. Und genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt sehr gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich extrem freuen. Und wenn ihr den neuen LS vorbestellen möchtet, könnt ihr gerne meinen Partnercode nutzen. Deutschmodding. Alles zusammengeschrieben. Alles groß. Und ja, genau. Mehr dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Müsst ihr natürlich nicht, aber würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich unterstützen und kostet euch keinen Cent mehr. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mal gucken, was dann passiert hier in Untergriesbach. Und ja, dann sage ich bis dahin. Ciao. So cliche, I see the sparks you throw.